Jo, liebe Leute, mein Name ist Yves, ein herzliches Willkommen zum weiteren Kampf Resort Part. Und wieder dabei ist der Showstix. Hallo, wie schon im letzten Part angekündigt. Ja, wir haben ja gesagt, wir machen noch ein bisschen einen zweiten. Wir haben jetzt ein bisschen so noch gelabert und ja, wir machen heute weiter. Und wir müssen mal gucken. Ich will nämlich, wie gesagt. Das bin nicht. Weißt du, was kriegt man? Weißt du jetzt, was man bei 100 kriegt? Weißt du es? Nein! Dann lassen wir uns überraschen oder soll ich nachschauen? Ich weiß das wirklich nicht. Ich habe gedacht, bei 100 kriegst du nämlich die Statue. Ich hab's gedacht. Da kriegst du so eine super geile Statue. Also, weißt du, so eine Deluxe-Statue. Eine Deluxe-Statue? Leute, wenn ihr wisst, was man bei 100 kriegt, schreibt es mir mal in die Kommentare. Und wie gesagt, ich werde das Format jetzt die nächsten paar Wochen vor Weihnachten noch irgendwie ein, zwei Mal die Woche raushauen, sodass wir es schaffen. Weil wir müssen noch 50 oder beziehungsweise noch 48 Leute umklatzen, dass wir bei den 100 ankommen. Und ja, also müssen wir erstmal hinkommen. Backpacker Falcon oder Falcon. So, ich hasse das Vieh. Und ich habe diesmal die Kampfanimation drin. Er hat mich dran erinnert. Richtig. Yeah. So, aber ich weiß es nicht, was wird das Ding jetzt machen? Also mit Tiefschlag würden wir hart treffen. Aber das würden wir nicht, glaube ich, rausnehmen. Und ich habe einfach Panik, wenn es irgendwie auf Kornmann aufgeht. Ich gehe für eine Rückkehr. Ne? Ja, für eine Rückkehr. Würde Damage machen. Doch, Rückkehr macht Damage. Ja. Oder? Reicht das wohl aus? Glaube ich nicht, oder? Nee, wow, zum Livora ist Saubulky. Ist das Suppe? Alter, wow. Ich wusste, es geht für den Kornmann. Ich wusste es. Das Setup seines Lebens. Okay, so. Simoflora heißt das, ne? Pokémon Kampf. Wir gehen wieder für eine Rückkehr. Stärkste Attacke im Moment bei uns. Vielleicht kriegen wir ja richtig nochmal richtig Badass Damage. Und es geht weiter für den Kaumann. Okay, dann nehmen wir es raus. Nee, es heißt nicht Dinoflora. Wie heißt es dann? Wie heißt es jetzt? Ich habe nicht geguckt. Somnivora. Somnivora. Oh Gott, ich habe so schwer mit dem Pokémon-Namen, ne? Ich kenne die zwar alle, aber ich kann die nicht alle aussprechen. Das ist eher peinlich, ey. So, das Drecksvieh ist jetzt auch down. Was kommt jetzt schönes? Irgendwo so ein Flammen-Pokémon. Flogges. Hi, Flogges. Flogges ist eigentlich auch recht bulky, aber wir gehen weiter jetzt für eine Rückkehr. Step. Easy. Reicht für ein Turt. Nice. Mund. Ihr dürft ihn nicht ausreichen. Never. Wenn die ausreicht, würde ich jetzt. Boah. Ich dachte gerade wirklich, die würde uns so eiskalt jetzt rausnehmen. Wow. Ich glaube, man bekommt nicht wirklich was. Das war meins. Ich glaube, man bekommt nicht wirklich was bei den 100 Kämpfen. Oder ich bin gerade so dumm, aber egal. Würde mich nicht mal wundern. Leute, schreibt mir mal in die Kommentare, ob man jetzt wirklich was bei 100 bekommt oder nicht. Würde mich, wie gesagt, interessieren. Wenn wir nichts bekommen, machen wir nur die 100 voll und dann, ich würde mal sagen, würden wir die anderen Modis auf jeden Fall versuchen, uns da noch die Statuen zu sichern. Aber schreibt es mir mal, wie gesagt, in die Kommentare. Würde mich interessieren. Ich weiß nicht, vielleicht kann man, ich weiß nicht, ich habe eigentlich gedacht, dass du da, wie gesagt, die Statue kriegst und halt, dass du dann im Prinzip, irgendwie noch so die Lehre oder sowas kriegst, glaube ich, war doch mal irgendwie in der Rede. Bei 50 Kämpfen bekommst du deinen Scheißdreck. Autsch. Ja, das reicht aus, war klar. Ist ja nicht schlimm, wir haben eh noch Gengar, aber Gengar kann gegen das Vieh eigentlich nicht so wirklich was machen. Aber Starmie kann da was machen mit Eisstrahl. Und wenn nicht, muss Gengar das reißen gleich, das Game. Sonst wäre bitter. So, Eisstrahl. Eisstrahl. Damage. Alter, das. Oh, den Freeze! Ja, der Freeze. Und wurde gleich wieder aufgetaut. Okay, nicht, wow. Nicht schlimm. Aber trotzdem. Das macht aber so wenig Damage. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Die Hoffnung auf Freeze. Ja, ich habe gerade gedacht, der Freeze hat es jetzt entschieden. Aber wir müssen mindestens noch zwei. Ne, dreimal müssen wir bestimmt noch draufhauen mit den Überresten. Das. Alter, so bulky ist das, auch wenn das zweifach effektiv ist.
Nochmal ein Fies? Ach, schade. So, was kann man jetzt wirklich kriegen? Das interessiert mich jetzt. Mich auch. Ich habe wirklich gedacht, dass man bei den 100 erst die tolle Statue kriegt. Mann. Egal, weiter. Weiter geht's. Komm. Verwurzler, Alter. Ohne Witz. Will ich das Ding jetzt noch rollen? Dann kriege ich das doch gar nicht mehr down, oder? Nicht. Hast du deinen Gänger noch? Ja, ich habe meinen Gänger noch. Oh Gott sei Dank, ein Crit. Nice. Wow. Richtig gut. Nice, richtig gut. So, weiter geht's jetzt. Wir kriegen aber zumindest immer 7 Punkte, finde ich gut. Ja. Ich glaube, die bleiben sogar jetzt, die 7 Punkte. Ich glaube, die bleiben. So, ja. Da kommt als nächstes so ein toller Koch. Oder was das jetzt war. Nee, ein Kellner. Gala Geladi. Oh. Wer liebt das Vieh nicht? Wer liebt das Vieh nicht? Ich liebe es. So, und ich gehe zu 90% davon aus, dass ein Nahkampf kommen wird oder ein Ableib-Heal. Das heißt, ich würde in Gengar gehen. Würde jetzt natürlich bitter sein, wenn jetzt irgendwie so der Zähnkopfstoß kommt oder die Psychoklinge. Aber nein, das ist das Kampfhaus. Oh, wie könnte man denn damit rechnen? Richtig gut. So, Galagladi, du Drecksvieh. Ich hab grad rechtlich nicht sehe, dass Skype abgebrochen ist. Ist Skype bei dir abgebrochen? Nee. Ja. Gar nicht. Ich hab eine Verbindung hergestellt. Eve ist offline, bitte warten, während dein Ruf hergestellt wird. Oh mein Gott. Dann würde ich das schnell rausschneiden oder so. Nein, bleib drin. Und da kommt die Psycho-Klinge. Okay. Hätte ich nochmal anrufen, das sehe ich nichts. Problem mit der Internetverbindung. Von dir oder von mir jetzt? Keine Ahnung. Ich restarte nochmal Skype. Wollte ich gerade sagen, es geht ja noch einen Moment. Wir machen jetzt mal so weiter. Jo. Wir haben jetzt gerade Gladium genutzt. So, Galoppa kommt. Ja, ich würde den Galoppa eigentlich auch wohl drin bleiben. Aber nein, wir gehen für den Abgangspunkt. Achso, Skype wird gerade aktualisiert. Noch auf eine neue Version. Aha. Da sind sie wieder. So, jetzt nehmen wir auch noch Galoppa mit. Verdient, Galoppa, verdient. Geht doch. Weiß nicht, siehst, also laut mir siehst du das noch alles. Bist du noch drauf? Alles. So, und ich geh jetzt wieder in Kank. Ja, weil's Kank ist halt, ne? Weil's Easy Kank ist. Und wir kriegen Quaxo. Ohne Worte. Gleich für die Rückkehr gehen, Drexy umhauen. Freuen wir uns, dass wir weiter sind in der nächsten Runde. Es ist so unnormal, ne? Wie viel macht das? 50? Ja, nice. Würde locker zum Turret reichen. Hypnose! Das wird ja heute nicht mehr zum Freund. Nee, wird mir auch nicht mehr zum Freund. Ich habe letztens, das in den vorigen Parts gehabt, Leute, das war ja auch so, da war erst ein Seetra-King draußen, das macht Regentag und dann kommt ein Quaxo rein. Wieso? Genau. Was, das spielt Fokusstoß? LOL? Oh Gott, nein. Bitte misst jetzt Fokusstoß, bitte. Ja! Und jetzt wach auf, Kang. Komm, wach auf. Yes! Bitches, geht doch. Nice. Baby. Nice. Richtig gut. Damit ist das jetzt auch weg. Und wir beeilen uns jetzt mal ein bisschen. Dass wir die 50 vormachen. Nice. Richtig gut. Die 100. Die 100. Richtig gut, dass wir die haben. Ich habe eine Staffel. Jetzt holen wir uns die noch im Super Doppelkampf, Super Dreierkampf und Super Reihe um. Aber Reihe um finde ich echt ätzend. Oh, ich mag den Modus. Ich finde ihn zwar okay,
Aber ich finde ihn so randommäßig, also wirklich richtig random, weil, Ja. boah, was da alles passieren kann, ne? Das ist einfach so. Ja, seh zu, Du seh drehst zu. einfach diese Scheibe immer wieder rum. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht mit dem Reihumkampf, aber ehrlich, ohne Witz, Leute, ich finde den Modus, der ist so random. Dreierkampf kann man noch, kann ich noch, ey, das finde ich einen guten Modus, da kannst du noch geile Taktiken machen mit drei Mons, so, ne? Aber, nee, nee, nee. Nee. Nee, ich weiß auch nicht, nee, ich kann da auch nichts zu sagen. Ich finde es einfach ätzend, weil das wirklich du drehst die Scheibe einfach zur Seite und denkst, okay, ja, shit, okay, weiter. Okay, wo ein Weise kommt, das ist ein Käferfiene, ja, oder ist das Käferflug? Wir gehen für eine Rekör. Ich weiß nicht, macht man Weise, ist das bulky? Ja, das Und ist. weiß es geht, ja. Ja, es ist bulky. Das hätte auf jeden Fall auch. Schlagbefehl. Macht das viel Damage? Es kann, glaube ich, nur Schlagbefehl, Heilbefehl, ne? Schlagbefehl, Heilbefehl, Blockbefehl. Blockbefehl, okay. So, und ich mache das jetzt nochmal. Ich glaube, wir müssen es jetzt nochmal einen Anruf kriegen. Dann kann ich gleich die Bildschirmübertragung starten. Jo. Das reicht aus. Kommt schon. Ja! Horn Weize ist auch weg. Super, super duper. So, jetzt habe ich hier in der Aufnahme auch noch den Mist, den ich gar nicht haben wollte. Und ich mache das wieder lauter. Aber es klappt nicht. Nee, Es klappt einfach echt nicht. nicht. Da improvisiere ich und halte die So. Massen mit meinen Unterhaltungskünsten. Ich stehe gerade gegen einen Granbull da. Auf jeden Fall gegen einen Granbull. Ah, jetzt. Ich muss nur So. iTunes wieder hochsetzen. So. Und der Knuddler kommt der. Ja, der reicht aus. War klar. Bildschirmübertragung. Ja. Ja, Jetzt nee, nicht. ich hätte es nicht, ich hätte es nicht, ist Leute, gut. das ist so professionell gerade von uns. So. Ah, ich sehe Also, es wenn ihr wieder. euch fragt, wie ich das überhaupt mache, dass jemand das überhaupt mitsehen kann, ich mache das per Bildschirmübertragung über Skype. Und ich weiß auch nicht, wie man es sonst machen sollte. Außer du sitzt Ja. gerade neben mir hier, dann würde das locker gehen, aber dann würde ich glaube, der Klang auch anders sein von unseren Stimmen. Und ich Ja, mit jetzt. Gary zum Beispiel mache ich es manchmal. Ne, fährt dann zu mir. Ja, dann ist das wie gesagt auch machbar. Dann ist das Hat er kein schon mal Problem. gemacht. Ja. Foso, so So. Partner, Mann. Damit haben wir den auch umgenutzt hier. Ey, Yves, bist du nächstes Jahr auf der Gamescom? Ja. Ich werde auch auf jeden Fall Alter. da sein. Oder beziehungsweise ich Gut. weiß es noch nicht, weil ich eigentlich ja, wenn die Gamescom stattfinden sollte, werden wahrscheinlich auch die Nats oder beziehungsweise die Weltmeisterschaften in Pokémon ausgetragen. Ist jetzt halt die Wo? Frage. Einzelkampf? Nee, im Doppelkampf, im VGC. Und ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich es hinschaffen werde oder keine Ahnung. Also, es wird auf jeden Fall spannend sein. Ich werde auf jeden Fall ein bisschen bloggen bei der deutschen Meisterschaft, bei einzelnen Turnieren. Soll ich ja auch ein bisschen jetzt mal ein bisschen mehr bloggen. Werde ich auch auf jeden Fall machen. Also von daher, mal schauen, was uns da so Ja, erwartet. das Gute ist, ich habe So, Bekannte in Köln, von daher. so, und ich bleibe jetzt drin, ne? Ich gehe davon aus, Gengar wird jetzt Focus Blast. Focus Blast machen und wir können Gengar jetzt mit einem Tiefschlag rausnehmen. Jo, bin ich auch dafür. Ja! Und Idiot. yes! Focus Ja! Blast, Junge. Bitch Baby, stirb! Yes! Junge. Yes! Eiskalt gut Das war predicted. easy kill. So, No, Kokowai Kokowai. kriegt auch Selbe von Geschichte. Tiefschlag relativ viel, aber ich weiß nicht, ob es angreifen wird. Okay, es greift auch an. Nice. Ja doch, wird ein Psyshock oder ein Gigasauger wahrscheinlich werden. Ja, Gigasauger. Ja, doch, Gigasauger könnte sein, aber. Blättersturm. Und jetzt kriege ich Oh. den Quit, pass auf. Nee, doch nicht, Gott sei Dank. So, dann bleiben wir, gehen wir mal weiter auf Tiefschlag. Nehmen dann auch Kokowai raus. Kengs zerstört wieder hier gerade ganze Teams. Deswegen ist das richtig gut im Einzel-Super-Modus. Ne? Das kann ganze Teams einfach kaputt machen. Ja. Und Gaziola. Tut mir sehr leid, Adrian, dass ich das jetzt wieder unboxen muss. Aber es muss sein. Glaub mir. Ich muss weiterkommen. Es muss sein. Das ist nicht effektiv, das weißt du. Da wäre Rückkehr stärker gewesen. Boden ist nicht effektiv gegen Eis. Nein, nur Ups. Mittel. Upsi. Ups, was war das aber mit Ups. Umklatschen? Upsi. Wenn du Glurak siehst und es tötest, dann will ich auch eine Entschuldigung. Ja, Glurak habe ich auch arg Probleme, weil ich weiß, Glurak kann ich auch nicht so wirklich was machen, außer mit der Rückkehr. So, und ich gehe jetzt in Dings. Ich weiß, ich bin schneller.
Geh einmal für einen Ball. Macht bestimmt ein bisschen Damage. Und dann würde ich es gleich mit einem. Nee, brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Easy. Hat doch schon so gereicht. Hat auch schon so gereicht. Ich wollte gerade sagen. So, weiter geht's hier. Aber heute kommen wir echt gut durch, finde ich. Ja, also du butterst die weg. Ja, was erwartest du? Ja, wie konnte ich nur zweifeln? So. Alter. So, 7 Punkte wieder. Ich weiß nicht, Leute, ob wir das mal so machen wollen, ob ich dafür was kaufe und euch die Gewinnpunkte dafür zugutekommen lasse. Also das heißt im Prinzip, ihr bekommt die Items davon, mal schauen. Weiß ich noch nicht, was ich da so machen werde, weil ich brauche die gar nicht so viele. Und das ist genau das, was ich jetzt befürchtet habe. Du hast hier einmal eine Hexe, oder wie das Trainer gerade war. Wenn die jetzt eine Hexe. Ja, wenn die jetzt gleich nur Geist-Pokémon hat, ist es schwierig. Aber sie hat schon mal einen Lasho-King, das ist gut. Ich würde jetzt aber auf den Steigerungshieb gehen, weil ein Tiefschlag nicht ausreicht. Und dann danach für den Tiefschlag gehen. Dann bin ich bei Plus 2 und könnte eigentlich alles mit Tiefschlag safe. Ja, wenn sie mir sieht, was er burnt, dann lache ich. Ja, dann bin ich wieder normal. Aber ich kann dann wieder auf den Steigerungshieb gehen. Ja. Oder er kommt jetzt mit irgendwas anderem Scheiß. Pass auf. Pizarrum oder so. Oh, woher wusste ich das? Oh. Der hat Eve die Plays predicted. Oh. Richtig gut. Und jetzt kommt der Tiefschlag. Plus 2. Bamsti. Nimmt auch so ein Lasho-King aus dem Spiel. Der Tiefschlag ist eh Prio. Also von daher kann er jetzt eh nichts mit Meditalis. Ich weiß nicht, kriegen wir Meditalis mit Tiefschlag raus? Ja, locker. Easy, sneezy. Nein, ist das ehrlich? Sicher? Psychokampf. Jetzt hat man Verteidigung irgendwie so 60 oder 70. Ja, aber es ist immer noch ein fucking Meditales. www.poke.de Doch, es ist Psychokampf, das heißt, es müsste effektiv treffen, ne? Oder? So, es hat. Warte mal. Es reicht. Das ist schon zu spät. Ist schon viel zu spät. Es hat 75. Du unterschätzt Megakangam auf plus 2. Ich unterschätze das nicht. So, und bei Timos, dafür gehe ich jetzt für eine Rückkehr, weil ich weiß, der Tiefschlag würde nicht ausreichen. Und das Drecksvieh ist Gard. Oder, nee, ist ja. Ach, Bizarrum draußen. Nicht dran gedacht. So, Pantimos ist auch weg. Bye, bye. Wird durchgeratscht. So. Schnappen wir uns gleich die nächste. Gleich die nächste Unboxen wieder. So. Hat Pantimos auch nicht damals den Föhn-Tipp dazu bekommen? Jo. Es braucht endlich mal unbedingt, braucht es eine Mega-Entwicklung, ey. Kämpferin. Logok. Okay. Logok kann Himmelhieb, das weiß ich. Ich habe nämlich auch eins. Ich weiß nur nicht, ob es irgendwie Uplight-Hieb oder so ein Scheiß kann. Es kann Turmkick, ne? Dann wird ein Turmkick kommen. Logo kann Turmkick. Ja, dann wird wahrscheinlich für Protect. Nee, es geht für einen Turmkick, kommt jetzt nämlich. Und dann gehen wir auf Gengar, predicten den Turmkick und. Fußkick. Aber okay. Ach, fuck, das hat Temposchub. Ups. Scheiße. Ich werde ihn auf jeden Fall nicht So, Feuerfeger wird wahrscheinlich nicht reichen. Feuerfeger dürfte nicht reichen. Doch, das wird reichen, da ich, bin ja auf dem Fokus runter. Ich gehe mal für einen Spukball, aber ich weiß nicht, ob der aus. Ach komm, das hat ich kleine, ganz geringe. Oh, fuck, Flammenblitz. Egal, wir gehen auf den Fokus-Sash runter. Er kriegt einen guten Recall-Damage und wenn wir jetzt ein bisschen Glück haben, können wir ihn mit einem Spukball rausnehmen. Wenn wir ein bisschen Glück haben. Nein! Das ist so ungerecht! Dann würde ich jetzt zu Starmie gehen, deinen Gänger noch behalten, für wenn du schneller bist und deinen Abgangsbund einfach safe killen. Ja, das hatte ich auch vor. Ja, genau, ja. Weil tanken wirst du sowieso. Wirst du es auffressen. Werde ich jetzt in einem Flammenblitz, müsste ich eigentlich tanken mit Starmie. Ist zwar nicht ganz effektiv, aber müssen wir tanken. Und dann können wir, weil wir Scarf sind, ja noch ein bisschen was machen dagegen. Nice! Logak ist raus. Dann haben wir noch unser Kangama, was ganze Welten zerstören kann. Vivilie. Oh nee. Hat das jetzt Sturmzug oder nicht?
Also wenn Pokécomment das Video sieht, Grüße an dich. Ohne Witz. Ja, das gegen Wheelie ist etwas so PL-Kampf. Oh Mann, ich habe das zwar selber auch bei mir im Team, aber ach komm, wir gehen für den Eisstrahl, das ist effektiv. Ich weiß aber nicht, wie viel das macht. Das hat eigentlich eine echt gute Werte. Oh, shit, Alter. Ja, bye, Starmie. Das hat also fast gar nichts gebracht, eigentlich. Oh, nee. So, was machen wir jetzt? Ich glaube, ich würde auf Kank gehen. Nee, oder ich gehe auf Gengar, nehme es raus und habe ich nur noch Kank. Ja. Weil, Gengar bringt mir nichts, weil, wie gesagt, den Abgangsbund kann ich nur, jetzt machen. Weil, wenn ich den zum Schluss habe, kann ich den nicht machen. Dann nehmen wir auf jeden Fall das Vivillier raus und dann hoffe ich natürlich, dass sie jetzt irgendwie nicht sowas Böses hat. Irgendwie was man gut umboxen kann mit Kank. Würde ich mich sehr drüber freuen. Komm schon. Was hat es jetzt? Und wir haben jetzt eigentlich nur unser Kank. So. Was hat es? Glurak! Yay! So, jetzt ist die Frage, reicht die Rückkehr aus? Ja, und wenn ich gebe für einen Tiefschlag, ich glaube nicht, dass Glurak uns rausnehmen kann. Ja, du grenzt schon. Wenn jetzt irgendwas kommt, irgendwas, das uns Mega rausnehmen... Mega Glurak X! Ja, nein! Das, du tankst das! Ja, es wird es auch tanken, weil es eine Rückkehr easy ist, aber... Komm, kann jetzt es uns rausnehmen? Nein! Gott sei Dank! Nein! Wir waren schneller! Wir sind jetzt auch in der Mega, also wir müssen es jetzt rausnehmen. Oh, Gott sei Dank hat der verfehlt! Verzeih mir, dass ich dir den Tod gewünscht habe. Nee! Boah! Ich hab nicht gedacht, dass das wie Fokusstoß kann. Also, es brennt sich jetzt gerade in meinen Kopf rein. Beim nächsten Mal rausswitchen, merken. Also, dass es Fokusstoß kann, ist wohl Allgemeinbildung. Boah! Oh Gott, hätte der getroffen, wäre glaube ich weg gewesen. Ich weiß nicht, hätte Glurak... wäre halt weg. Glurak hätte uns auf jeden Fall rausgenommen. Und wir legen heute jetzt hier die Pause ein bei 59. Ich bedanke mich bei Shawus, dass er dabei war. Link ist unten auch in der Videobeschreibung. Schaut da mal vorbei, macht auch Wi-Fi-Battles, auch Pokémon-Videos etc. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns in den nächsten Tagen wieder. Mal gucken, wann der nächste Part online kommt. Wie gesagt, ich haus ein bisschen früher jetzt immer raus. Und ich weiß, willst du noch was Wichtiges sagen? Scheiß. Passt auf euch auf. Mein Merchandise. ja, auch noch schönen Abend oder so. Ja, schönen Abend, ja. Auf jeden Fall. Danke fürs Zusehen. Ciao, Leute.